Das nächste Ziel ist der legendäre Stangelwirt in Going am Wilden Kaiser. Hier will es sich das Ehepaar aus dem Norden 2 Tage gut gehen lassen. Nicht ganz ohne Arbeit, wie sich herausstellen wird. Denn das Haus ist berühmt für seine Lipizzanerzucht. Und jeder Gast soll dies sofort sehen. Die Hotellobby trennt nur eine Panoramascheibe von der großen Reithalle des Hauses. Prominente aus der ganzen Welt gehen hier ein und aus. Ob zum Familienurlaub oder zum Hahnenkammrennen im benachbarten Kitzbühel. Hey, guck mal hier. G.R.'s Hut. Gott, wie lange ist das her, du? Oh Mann, oh Mann. Dallas. Wie kann man Franz Josef Strauß in der Nähe von Uschi Glas aufhängen? Das ist ja irgendwie wieder Stilbruch, oder? Da ist er nicht so nah dabei. Arnold Jönke war auch ein geiler Typ. Nur eine Cola in der Hand, das glaube ich ihm nicht. Aber es passte zu ihm. Genschmann mit seinen großen Ohren. Doch nun geht es ins Heiligtum, das Lipizzanergestüt. Elisabeth Hauser, Tochter des Inhabers, leitet es und freut sich, dass Tamar Hanken und seine Frau mal wieder da sind. Wie geht's euch? Ja, gut. Herzlich willkommen. Und wenn der Knochenbrecher schon mal hier ist, liegt es nahe, dass er nach dem Rechten sieht. Das ist die Samira, die ist jetzt 6 Jahre alt. Die ist eine Enkelin von unserem berühmten Pluto Verona. Ein ganz tolles Pferd, wir sind ganz happy mit ihr. Nichtsdestotrotz habe ich beim Reiten, gerade beim Ausreiten, immer das Gefühl, dass sie bergauf und bergab nicht ganz gerade tritt. Und bis jetzt konnte uns noch kein Tierarzt da irgendwie sagen, wo das Problem liegt. Alle haben geschaut und gemacht und getan. Ja, eigentlich gerade sozusagen. Ja. Genau, man sieht nichts, ist alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl. Und in so einem Fall kann nur der Tamme helfen. Wir haben schon der Tierarzt dran gehabt. Ja. Es war nichts zu finden. Was nichts an der Tatsache ändert, dass ich, wenn ich den Berg hoch und runter reite, das Gefühl habe, dass das vorne nicht gerade geht. Das Pferd vorne nicht gut läuft? Vorne irgendwas, aber ich weiß nicht, ob es bei Berg hoch und geht. Und warum sucht ihr das Fehler vorne? Das ist nur mein Gefühl. Wenn er hinten Probleme zeigt. Ja, deswegen fragen wir dich. Nein, er zeigt tatsächlich, so wie er eben stand, zeigt er mir hinten Probleme. Und besonders hinten rechts. Ja. Und was macht er vorne rechts wegrutschen? Oder wie sieht's aus? Ja. Ja. Ach, das ist so schön, wenn man sich mit Pferde unterhalten kann, super. Nicht? Sehr gut, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Weißt du? So, wir sehen rechts eingefallenen Popo. Links geht das Ganze oben nach außen hin. Er will sich aus dem Sprunggelenken etwas retten. Oder sie. So, fällt auf rechts hinten. Und jetzt sehen wir das zusätzliche Problem. Das nennt man ein rotierendes Hufbein. Der Huf an meiner Seite, an der Boxenseite, nicht wo Carmen läuft, rechts, läuft vorne auf und fällt in ein Loch. Bums, Fallera. Er läuft so. Nun müssten wir dieses Eisen. Wir geben ihm einfach eine Stoßkappe vorne. Mhm. Okay. Die Stoßkappe sieht so aus. Sie ist vorne aus dem Eisen rausgeschmiedet und macht das rund. Mhm. Ich möchte gerne, wenn meine Pferde stehen mit dem Eisen vorne, eine Stoßkappe haben, dass ich eine Zigarette vorne runterrollen kann. Dann rollt er mit Leichtigkeit ab. So, jetzt gehen wir bei. Er stellt sich hin und er stellt die Füße so. So soll er die Füße nicht stellen. Außen den Huf kürzen bis zur inneren Kappe. Den Schenkel 1 Zentimeter länger rausziehen und das Problem ist weg. Okay. Wir stellen das Pferd gerade im Gang und fassbeinig. Mhm, macht Sinn. Nee? Ja. Gut. Das ist also alles gar kein Problem. Das andere ist jetzt Zauberei. Das mache ich jetzt nebenbei. Etwas länger. Hoppala. Kommt schon zu lang. Und das war das Kreuzdarmbein. Und dann machen wir die alten Rückenprobleme mit
Wett. Den Finger, den benutze ich, der bin jetzt zwischen diesen Wirbeln auf den Nerv. Den brauche ich nicht mehr drücken wie so. Diesen nehme ich und halte den Nerv fest, der Druck hat. Jetzt drücke ich erst den, löse jetzt einen Reflex aus und ziehe dann den Nerv einfach voraus, ohne ihn zu quetschen oder Einblutungen zu machen. Dies ist nur für einen möglich, der die Nerven fühlen kann. Jetzt schaue auf meinen Arm, sofort sind die Haare hoch und die Gänsehaut ist da. Der Strom geht sofort durch. Ich bin völlig unter Kribbelage. Das geht jetzt völlig durch. Wenn ich hier jetzt festhalte und er hat hier Schmerzpunkte drin und ich sage jetzt einfach alles zu mir, dann mache ich so und binnen 3 Minuten ist das Pferd schmerzfrei. Wird aber leider da auch etwas müde bei. In dem Moment, wo Tamer jetzt hier draufgegangen ist und was Positives bewerkstelligt hat, hat das Pferd bei mir vorne geleckt und gekaut. Also wenn ein Pferd etwas angenehm empfindet oder eine Spannung weggeht, wenn es vor irgendetwas Schiss hat, so wie in dem Fall jetzt, das fühlt sich angenehm an, fängt es vorne an zu lecken und zu kauen. Andere gehen bei beim Halfter, ein Knie in der Rippe. Und jetzt kann ich die andere Seite ausrenken, indem ich so mache und das Pferd mit Gewalt übers Knie breche. Musst du natürlich auch ein PS mehr haben. Aber es ist ja Blödsinn, wenn das Pferd wieder krank wird. Der Typ, der das zweite Mal machen will, hat die Arschkarte. Weil so blöd ist kein Pferd. Über Jahrzehnte hat Tamer Hanken eigene schonende Behandlungsmethoden entwickelt. Und auch in diesem Fall scheint der Stute die Therapie gut zu tun. Wenn man dies hat, die Meridialen hierfür, wie ein Pferd funktioniert, jetzt gehen wir mal hier oben bei, suchen uns dieses Gelenk mal. So, da haben wir es. Wenn ich hier die Spritze reingebe mit Hyaluronsäure oder dergleichen, ist sie innerhalb 2 Minuten in dem Gelenk. Aber ich habe die Gefahr nicht, dass ich die Gelenkkapsel anspritze. Ich habe die Gefahr nicht, dass ich da was kaputt mache, sondern spritze in den Muskel und nehme den direkten Träger. So, jetzt hat er aber das Sprunggelenk krank. Jetzt suchen wir uns das Sprunggelenk. Sprunggelenkmarsch, da ist er. So, jetzt haben wir aber einen Fesselträger, der krank ist. Brrrt. Jetzt gehen wir hin und suchen Fesselträger. Guck, dann geht er mit dem Fesselträger hoch. Für jedes Gelenk hat er einen Spritzpunkt. Wir behandeln die Pferde so. Die Medizin hält uns für verrückt. Das aber es macht ja durchaus Sinn. Das sind zwei Ansichten. Ja, zumal man schon probiert hat. Wir waren an einer Tierklinik. Dort haben sie denn die Mittel an den Punkten rein, wo ich gesagt habe, reingespritzt. Und dann haben sie aus dem Sprunggelenk Flüssigkeit abgezogen. Und die Medizin war binnen 3 Minuten an Ort und Stelle. Wahnsinn. Es ist einfach geil. Ja. Das Pferd, was die früher wussten, da will man heute nichts von wissen. Und trotzdem erzählt er und macht und tut. Man kann eigentlich nur sagen, schaut jetzt noch. Ganz entspannt aus. Ja, völlig entspannt, sie kaut. Das ist ja immer ein Zeichen von Wohlbefinden, ja, dass es ihr gut geht, dass was passiert im Körper. Das hat man nie angemerkt. War ja völlig entspannt die ganze Zeit. Also ich glaube, das hat dir gut gefallen. Ja? Du. Nun ist Lipizzana Nummer 2 dran. Die Hufe machen Probleme. Also hier im Anschluss befindet sich unsere Lobby. Hier kommen die Gäste an. Also man kann als Hotelgast hier direkt, wenn man eintaucht in die Stanglwirtswelt, direkt die Lipizzaner beim Reiten bewundern. Und das ist nämlich sehr schön, weil dann geht es schon richtig los, dass man die Tiere von Anfang an merkt. Elisabeths Vater hat die Lipizzaner einst von Wien nach Going geholt. Die Pferde haben ihn immer schon extrem fasziniert. Das Weiße passt sehr gut hier in die Region mit dem wilden Kaiser. Der Lipizzaner ist ja ein Kaiserpferd. Und auch das Edelweiß hier, der Schnee, ja, es passt sehr gut. Und da hat er sich sehr früh in diese Rasse verliebt und hat gesagt, oh, ich möchte die gerne hierher holen nach Tirol. Die sind ja in Wien stationiert. Und dann hat er den Pluto Verona von der Spanischen Hofreitschule steigert. Bevor sie das nächste Mal beschlagen wird, dann nimmt der Schmied die Eisen runter. Nee? Und dann stellt er die jeden Tag 10 Minuten ins Wasser. Das macht er 14 Tage lang. Er kann sie ausschneiden, aber nur ins Wasser stellen und ein bisschen laufen lassen. Warst du schon mal in Japan?
Jeder, der die kleinen Mädchen in Japan sieht, die sich die Füße einschnüren, weil die Japaner es wahrscheinlich unheimlich gut finden, wenn sie kleine Füße haben. Nicht? Meine Kame läuft noch so weg. Wum, wum. Und die? Hallo? Dann will ich die Arbeit nicht schaffen, die du mir immer gibst, du. Dann hast du so eine Lotusblüte zu Hause, die keinen Schritt gehen kann. Wie lange soll die denn brauchen, einmal über die Berge zu fahren vor der Kutsche, wenn er so läuft? So weh tun die Füße. Die Eisen sind wahrscheinlich zu eng und die Hufe haben zu wenig Feuchtigkeit. Sie brauchen nun Wasser, um sich wieder auszudehnen. Durch die Schmerzen haben sich Fehlhaltungen eingeschlichen, die der Knochenbrecher behebt. Na, dass sie halt, dass der Schmerz weniger wird. Der ja vorher rechts war, wer gerade uns schön erklärt hat, dass das Pferd immer sich nach rechts gedreht hat, und schaut, es ist schon viel besser. Jetzt schaut sie das noch nicht, jetzt schnaubt sie ab. Das ist ja alles ein Zeichen dafür, dass es ihr gut geht, dass sie sich wohlfühlt, dass irgendwas besser geworden ist. Das ist immer, wenn die Pferde schnauben, abkauen, das ist immer ein schönes Zeichen dafür, wie sie entspannter wird jetzt.